Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ein etwas verspätetes Video. Ich werde die kleine Marla mal wieder umziehen. Ich hoffe, euch gefällt es und dann viel Spaß beim Video. Dann legen wir mal direkt los. Im Moment hat sie mal wieder. Ich habe ihr den ständig wieder angezogen. Sie ist einfach so schön. Ihre Haare, ich liebe ihre Haare. Schaut euch das an. Ein Traum, oder? Ein Traum. Also wenn sie so immer da liegt, sagt sogar mein Mann, man könnte meinen, sie ist echt ihre Fingerchen am Haar, die Nägel. Ja, jedenfalls hat sie immer noch dieses schöne, selber genähte Outfit an. Ich komme einfach nicht dazu, noch mehr solche tollen Outfits zu nähen. Und ich liebe dieses Outfit. Also sie hat die süßen Pushis an. Ja genau, und ich wollte euch noch ein bisschen was erzählen. Ich habe im Moment wieder sehr wenig Zeit zu filmen. Ich mache einiges mit ihnen. Den Kleinen, also ich ziehe sie immer regelmäßig um, weil mir das einfach Spaß macht und das ist schön. Genau. Aber ich habe einfach keine Zeit zu filmen und dann eben auch das mitzunehmen. Euch mitzunehmen. Was ich auch noch sagen wollte. Ich habe schon seit längerem einen anderen Kanal noch. Dort geht es auch gar nicht um Reborns, da geht es mehr um Kochen, ja, bisher nur um Kochen. Und da wollte ich da auch noch was noch mit meinen Pferden machen, aber ich habe einfach keine Zeit, wie gesagt. Und ich habe auch seit einem Jahr kein Video mehr hochgeladen. Bestimmt seit einem Jahr. Ach, schön, ne? Und wie sie einfach in diese Windel liegt. Wie es einfach alles so passt. So ein Bobbes, ein schöner Bobbes hat sie. Genau, ich wollte jetzt aber auch die Windel einfach immer wechseln. Immer wieder eine neue anziehen. Ja. Ja, und ich dachte, vielleicht erzähle ich euch das mal. Vielleicht hat jemand von euch da draußen, oder ist jemand da draußen auch so kochbegeistert wie ich? Und hat da Interesse dran, dass ich so selber koche. Es sind hauptsächlich so kurze Sachen. Es sind noch nicht viele Sachen drauf. Weil ich einfach nicht so richtig weiß, was ich da machen soll. Aber ja. Ich dachte, ich erzähle das mal. Ich werde den Link von dem Kanal, werde ich dann mal in die Beschreibung setzen. Wenn ich es vergessen sollte, schriftlich einfach an. Ich bin manchmal etwas verplant, was das angeht. Da seht ihr, die ist viel zu groß eigentlich. Aber das ist ja egal. Wo habe ich denn die Windel mal gekauft? Die ist gerade im Real gekauft. Obwohl man das ja gar nicht braucht. Und hier steht es ungleichmäßig angezogen. Genau. Ja. Ich werde gucken, dass ich jede Woche ein Video hochlade. Auf die nächsten Wochen. Das neue Baby hat noch leider keinen Namen. Ich weiß einfach nicht, wie ich sie nennen soll. Mir schwirren lauter Namen im Kopf. Also ihr könnt mir ruhig schreiben. Ich werde auch noch ein Detailvideo machen, wenn ich endlich dazukomme. Ja, vielleicht ein bisschen was über sie erzählen. So. So. Ziehen wir mal diesen Body an. Ist doch hübsch. Der passt nämlich Emilias nicht so gut. Aber sie ist doch recht klein, muss man schon sagen. Aber sie ist einfach ein Goldschatz. So, ich habe gedacht, ich ziehe ja dieses an. Ein kuscheliges Sonntagsoutfit. Das ist ja eins von meinen Lieblingsoutfits, wo ich auch habe. Und diese schönen kuscheligen Socken, die eigentlich viel zu groß sind, aber ich mag die so gern. Guck, die ist so groß.
Viel zu groß, viel zu süß. Der ist jetzt falsch rum, glaube ich, oder? Ach nee, nee, die Türen so rum, oder? Nee, nee, stopp. Das ist unschlüssig. Ich glaube, die können anders rum. Ja, ich glaube, die gehören so. 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 Gut, Röschen. Das sind ganz alte Socken, die hatte ich an. Ich hatte die an. Ich weiß gar nicht, wie ich damals drauf gekommen bin, so selber einen YouTube-Kanal zu machen. Also einen zweiten. Und dann habe ich den irgendwie voll auf Eis gelegt. Irgendwann habe ich jetzt mal gedacht, ach, ich muss da glaube ich mal wieder. Gerade zur Zeit bin ich wieder voll im Kochen, selber machen. Überlegen, wie ich Plastikmüll reduzieren kann. Also ich bin nicht einer, der sagt, das kann man komplett weglassen. Das geht einfach nicht, aber in bestimmten Bereichen kann man das zumindest einsparen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Das würde mich echt interessieren, wie da andere Leute dazu stehen. So, eigentlich ist ihr das auch fast zu groß, aber das ist egal. Sie sieht einfach in allem super süß aus. Heute etwas ein Labervideo. So, ich habe mir gedacht, ich mache ihr mal auch sowas in so ein Band, ob das wohl geht. Müssen wir mal ausprobieren. Das aussieht. Ja, ich glaube, ich mag sowas nicht. Weiß nicht. Das ist komisch. Ja. Habe ich das euch schon gezeigt? Wo ich letztes Mal weg war, da gab es solche Kämme und dann habe ich da einfach einen mitgenommen. Da habe ich sie auch dabei. Ja, die hätten die sowieso entsorgen müssen in den Hotels, weil ich habe den ja theoretisch dann benutzt. Und wenn ich ihn jetzt nämlich mitgenommen hätte, hätten sie in den Müll geworfen. Dann habe ich gedacht, wenn ich ihn mitbrauche, kann ich den richtig gut. Der ist nämlich super zum Kämmen. Da gehen dann keine Haare raus. Oder eben, da gibt es ja auch immer Zahnbürsten in diesen Hotels. Und das sind diesen einfach genial zum Bürsten von den Haaren. Und ich weiß eben von einer Bekannten, dass wenn man... Sie müssen, auch wenn ich sie nicht auspacken würde, müssen sie die wegtun, weil ich hätte die ja theoretisch in der Hand haben können und dann müssen die aus hygienischen Gründen entsorgen. Ich habe da ja schon mal eine, aber das ist sogar eine, die, keine Ahnung, woher ich die mal hatte. Jetzt habe ich eben zwei, ist ganz geschickt. Wobei, der Kamm ist ja der Hammer. Mega freuen würde ich mich noch, wenn ihr mir schreiben würdet, was eure Lieblings-, also was ihr am liebsten für Videos schaut. Ob ihr lieber Umziehvideos guckt oder Vlogs oder Badevideos mit der Emma oder eben dem neuen Baby. So. Habe ich euch schon gezeigt, was ich gemacht habe mit den Schnullern? Ich hatte die alle komplett abgeschnitten. Für die Lilly damals, die habe ich ja nicht mehr. Und dann habe ich da jetzt Silikon, so einen heißen Silikon drauf gemacht. Den muss man ja 2 Tage trocknen. Dann sieht er so aus. Moment, ich habe einen anderen, da habe ich noch nicht gleich bearbeitet. So habe ich quasi einen Klecks drauf gemacht. Und dann habe ich das quasi so ausgeschnitten, wie wenn man einen Schnuller so halb abschneidet. Und dann hält er perfekt. Das ist echt. Mein Mann hat gesagt, das habe ich richtig toll gemacht. Dann sieht man richtig. Der hält hoch richtig gut. Ich kann sogar so, also hier sieht man natürlich ein bisschen. Aber das ist ja normal, ne? Das ist richtig schön, richtig cool. Man muss halt kreativ sein. Und da sieht man wieder, wie sie da drin versinkt. So, zack. Fast nichts mehr guckt raus. Ich zeige euch jetzt nochmal ihre Haare, wenn ich sie jetzt frisch gekämmt habe.
Und das Tolle ist, auch wenn ich sie da drauf lege, die verbuddeln kaum. Die bleiben wirklich so. Das ist echt ein Traum. Und auch hier so die ganz kleinen. Sieht man das? Das hat man quasi so hier so entlang gerotet. Voll cool. Die muss man halt dann immer ein bisschen so hinmachen. Nicht so rumfluseln. Ja. Dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wie immer. Freue mich riesig, wenn ihr was in die Kommentare schreibt. Und danke fürs Zusehen. Ihr seid einfach super. Und bis zum nächsten Video. Tschüss.